So. Alter, schon wieder ein Boss. Herzlich willkommen zu Enotria. Ich habe hier nicht mit dem Boss gerechnet, ehrlich gesagt. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Ah, du X. Okay, aber die Glocke ist schon krass, was den Damage angeht, ne? Wenn wir treffen. Ich sollte mich mal heilen. Oh, du Wichser, Alter. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob ich sie jetzt stagger oder nicht. Irgendwie ja, ne? The fuck war das denn? Die ist ja richtig hingebrettert. Bro, what? Alter Junge, tut mir fast leid. Oh mein Gott! Ich habe fast ihr halbes Leben abgezogen mit der Glocke, mit einem aufgeladenen schweren Angriff. What the fuck war das denn? Okay, vielleicht die Glocke könnte ganz interessant werden. Warte mal, gab es nicht in dem Game hier auch sowas wie Scaling? Ups, das wollte ich nicht. Adorekraft S, Angriffskraft D. Und das hat BB, weil wir haben ja mega viel Angriffskraft, ne? Und Adorekraft haben wir, glaube ich, nicht so viel. Ey, was ist das für ein Game? Schunge, was? Zunge? Scharfe Zunge? Scharfe Zunge? Das klingt aber auch komisch. Aber irgendwas gab's mit scharf. Okay, die Glocke ist schon geil. Die ist schon cool. Gefällt mir doch auf einmal, muss ich sagen. Was ist das für ein Game? Enotria The Last Song nennt sich dieses Game. Wow. Ist auch wieder so ein random Raum hier, wo einfach nur diese eine Krabbe chillt und sonst ist hier gar nichts. Verwirrt mich schon wieder. So, how about wir killen den hier einzeln in dem Raum, ohne diesen zweiten da hinten. Na, wenn er mit... Ja, kannst du mal mitkommen? Sehr schön. Oh, der ist fucking lost, ne? Boah, der ist ganz schön tanky dafür, dass ich ihn gerade voll erwischt habe. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Warum ist der so krass? Warum ist der so unfassbar krass, Alter? Chill mal. Was ist mit dir? Er fliegt? Get fucking cheesed, Alter. Get fucking cheesed. Easy. So. Wer bist du, Compadre? Oder sollte ich sagen, wer warst du? Wait, what? Gute Nacht? Pascal? Geh aber auch gleich. Wie lange macht der gnädige Herr noch?
Also, okay, warte, habe ich jetzt richtig verstanden? Nina, Pascal, Marco, ich wünsche euch allen drei eine gute Nacht, schlaf gut. Marco, wir sehen uns morgen und die anderen sehe ich wahrscheinlich auch morgen wieder, morgen Abend. Aber wie immer, ich weiß es noch nicht sicher. Ich schreib's wieder ins Discord, ne? Wann der nächste Stream ist. Oh, der ist stark. Den mag ich. Der ist cool. Also am geilsten finde ich bei der Glocke, wenn wir zuschlagen, das ist nicht immer, aber manchmal kommt wirklich dann ein Glockensound. Das finde ich sehr, sehr geil. Die sind nervig. Vor allem, weil die sehr, sehr schnell hintereinander schießen. Ich dachte wirklich, wir zocken das Game hier heute durch, eventuell, aber scheinbar ist es doch noch ein bisschen größer. Hätte ich nicht gedacht. Also, weil halt in How Long to Beat stand halt einfach 13 Stunden, ne? Und ich glaube, wir haben jetzt 12, 13. Ich dachte, wir sind durch. Irgendwie mag ich die Glocke doch. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag die Glocke doch. So. Ach, nerv mich doch nicht. So, drüben ging es auch noch weiter. Aber wir gucken mal, wo wir hier rauskommen, wenn wir hier... Na, bitte... Oh mein Gott. Ganz weird auch in dem Game. Das stand auch in dem GameStar-Artikel und mir ist es gar nicht... Was geht denn da drüben ab? Was ist das? Und mir ist es gar nicht aufgefallen davor. Du springst in diesem Game. Oh, eine Hebel. Gesperrt? Warum gesperrt? Du springst in diesem Game nicht weiter, wenn du sprintest. Fällt dir aber erst auf, wenn du es weißt. Auch übelst weird. Jetzt muss ich alles zurück, oder was? War ich jetzt umsonst hier? Hä, ich muss... Alter, fickt euch. Ich muss doch hier irgendwas machen können. Ich bin jetzt nicht umsonst hierher gerannt. Vielleicht macht der Hebel da unten irgendwas. Vielleicht müssen wir da unten erst irgendwas in Gang setzen oder so, dass wir danach den... Keine Ahnung, Alter. Okay, whatever. Gut, dann gehen wir halt doch zurück. Dann geht's nicht anders. Aber der Witz ist, ich sprinte halt einfach trotzdem immer, bevor ich springe. Einfach aus Gewohnheit, weil es sich übelst weird anfühlt sonst. Back, Micha, willkommen zurück. Du hast irgendwie alle verpasst, ne? Alle anderen sind weg. Pascal ist schlafen gegangen, Marco ist schlafen gegangen und Nina ist schlafen gegangen. So, was haben wir hier jetzt? Was ist das hier? Ach, warte mal. Das, nein, 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 nein. Das gab's doch auch noch. Wie ging das? The fuck? Okay, und wie soll ich in 2 Sekunden darüber kommen? Oder wie lange bleibt es da? Und weg ist es. Das schaffen wir nicht. G
Gehst doch auch gleich auf. Ich mach so bis 23 Uhr. 23.40 Uhr ungefähr. 23.45 Uhr. Irgendwie sowas. Also wir machen noch fast eine Stunde, Mario. Okay, ich weiß, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, was wir machen. Aber wir versuchen es einfach. Wenn es nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Dann kommen wir da irgendwie anders hoch. Wow. Danke dafür. So, warte. Ach, hier war ich ja noch gar nicht. Lol. Er trifft ihn wieder nicht. Der ist so krass. Der zweite, Junge. Also der erste ist ja schon krass, der erste Hit. Aber der zweite, Junge, der geht richtig auf die Omme. Und dann fliegen die mal auf die Fresse. Das ist so geil. Bin neuer Glockenfan, Alter. Bin der Glöckner von Notre Dame. Oh, das wird, oh mein Gott, wie geil. Das wird der Titel vom YouTube-Video einfach. Der Glöckner von Notre Dame. Ey, da ist ein Gegner dahinter. Warum treffe ich den nicht? Warum trifft der Wichser? Warum treffe ich ihn nicht, aber er trifft mich? Ich treffe ihn für 14 Schaden. Das ist doch lächerlich. Okay, euch hau ich nachher so auf die Fresse. Wir sehen uns. Ah. Jetzt würde ich aber gerne wieder runter. Ah, okay, okay. Deswegen ging der Hebel nicht. Ah, okay, okay, okay. Und deswegen habe ich auch das Item nicht in der... Wie komme ich da rüber? Das frage ich mich. Deswegen habe ich auch das Item nicht rechtzeitig bekommen. So, dann jetzt nochmal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Fallschaden in Kauf nehmen, aber das ist in Ordnung. Jetzt habe ich Nina verpasst. Ja... So, jetzt sollte das funktionieren. Nice. Sehr schön. Wir haben uns ja auch komplett umgezogen. Ja, wir sind jetzt, keine Ahnung wer. Da bin ich einmal was essen, ne? Und du kommst zurück und wir zocken ein komplett anderes Game. Aber ich mag unseren neuen Style, muss ich sagen. Ich finde ihn gut. Der gefällt mir. So, was ist das hier für ein Bums? Du Scheiße, ist das hier riesig. Graziamin, okay, nee. Nee, 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 nee. Halt, stopp. Oder gibt's hier ein Bonfire? Gibt's hier die... Was ist das hier schon wieder? Ah. Ist hier direkt irgendwo... Da drüben ist ein Bonfire. Das sieht aber nicht so aus, als ob ich da so schnell hinkomme. Oh, da. Da! Das ist gut. Das ist gut. So, weil... Dann können wir oben einmal zu Ende erkunden. Dann können wir oben einmal zu Ende erkunden und uns danach hier runter zum Bonfire teleportieren. Italo-Style muss cool sein. So sieht's aus.
Der war auch nicht von schlechten Eltern, ne? Die kommen ja einfach gar nicht dazu, irgendwas zu machen, ne? Mit der Glocke. Also haust den einfach auf die Fresse, die können sich gar nicht bewegen. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Wer ist er denn? Ist ja ekelhaft. Ach du Scheiße. Jo, entspann dich. Ich höre noch so ein Ding. Irgendwo. Ach nee, das ist er. Oh, hier sind zwei. So, dann du bitte einmal. Bitte einmal alleine. Immer nur alleine das Ärztezimmer betreten, bitte. Niemals in Gruppen. Sondern du kriegst, glaube ich, direkt mal. Den hier. Bam. Alter, einfach gewone-shottet. Der ist so krass. Der Move ist so krass. Also wir zocken eine halbe Stunde fast, um den aufzuladen. Das natürlich darf man auch nicht vergessen. Aber der ist geisteskrank. Geil. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, Chaos ist wieder da. Chaos ist back. Ach, das war's schon. Okay, dann können wir runterfahren. Das ist cool. Das ist mega stark. Dann war's das schon hier oben. Let's go. War bei meinem bester Kumpel, oder was? Entspannen? Nice. Entspannen ist immer gut. So, okay, wie lief das jetzt hier? Interagieren. Jetzt verändert sich die Welt, ne? Ja, okay, okay. So, und jetzt haben wir es ein bisschen eilig, weil das hier irgendwann wieder alles verschwindet, was wir hier erschaffen haben. Deswegen müssen wir jetzt in Tempo, das ich nicht für gut heißen kann, rübersprinten. Oh mein Gott, ich dachte, es ist vorbei. Chaos, danke für dein Flammenherzen. Ich kenne ihn, seitdem ich 18 bin. 17 Jahre gute Freundschaft. Sowas immer sehr, sehr wichtig. Sowas immer cool. Ist ja leider oftmals so, dass du... Also bestes Beispiel, Schule, ich habe Abi. Oh, da ist einer. Den habe ich nicht gesehen. Leider keine Ausdauer mehr. Ich habe... Oh, der explodiert. Ich habe Abi gemacht und dann ist auch so... Nach dem Abi, du triffst dich nochmal. Ich habe keine Heal mehr. No. Und alle so, ja, auf jeden Fall. Wir treffen uns einmal im Jahr und mega krass. Und auf jeden Fall hier aufrechterhalten und... Und das machst du dann, wenn es hochkommt, irgendwie ein Jahr lang oder zwei. Und dann verläuft es im Sande und dann siehst du einfach 99% der Menschen einfach nie wieder. Weil der eine zieht weg, der andere heiratet, kriegt Kinder, was weiß ich was, der andere geht ins Ausland. Es geht ja auch gar nicht anders. Aber umso wichtiger einfach, dass du die Leute... Wenn du solche Leute hast, die du wirklich schon länger kennst, denen du alles erzählen kannst und so, einfach hältst. Das ist wichtig.
So, okay. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal, aber diesmal mit Heals, ne? Weil gerade bin ich leider mit einem Healpot losgelaufen. Ich hab die schon wieder nicht gesehen. Gibt's da nicht. Was ist denn mit mir? Bin ein Abenteurer. Ja, heiraten um zu Kinder, aber Freundschaften sollte man pflegen. Ja, natürlich sollte man Freundschaften pflegen, aber du weißt ja, was ich meine. Es gibt ja auch die Freundschaften, die einfach entweder geht's nicht, weil einer wirklich übelst weit wegzieht oder so. Und es gibt ja auch die Freundschaften, wo dann so indirekt in beidseitigem Einvernehmen einfach so im Sande verlaufen. Kotzt der mich an, Alter. Der war einfach vor einer Stunde war der noch ein Boss, ne? Alter, sind die nervig, Mann. Die sind so lässig. Sag mal, okay, irgendwie gleichzeitig sind wir in der Mine und gleichzeitig sind wir irgendwie im Himmel und da unten ist irgendwie, keine Ahnung was, wolkenreich. Okay, ich check's noch nicht so 100%, wo wir hier sind. Wir sind in irgendeinem Bergwerk, aber gleichzeitig fliegen wir auch in der Luft oder so. Ich wusste gar nicht, dass es in Italien solche Orte gibt, ne? Ordentlicher Glockenhammer. Eben noch ein Boss, jetzt nur noch einer von der Blue Man Group. So, will ich da runter? Bro, wie kommt der? Wie kommt der hinter mich? Wenn ich da... Oh mein Gott, ein Boss. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich hier hochgeschaut. Oh, danke für dein Flammenherz again. Ich habe einen Kumpel in München und auch wenn wir uns seit 6 Monaten kennen, habe eine Freundin in Köln, die besuche ich 2-mal im Jahr. Das ist auch cool. Köln ist schöne Stadt. Köln ist eine geile Stadt. Dark Souls 2 Level Design. Oh, er ist wirklich ein Boss. Gran Pagudo Küstenhorror. Das klingt wie so eine Achterbahn im Europapark, Junge. Fuck. Alter, wie lange ich ihn schlagen muss, bis er mal gestunt ist. Wie oft ich ihn schon geparried habe. Oh mein Gott. Keine Ausdauer. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Nice.
der ist auch wieder, ne? So ein. Der ist nicht schwer. Der dauert einfach nur lang. Das macht er zweimal. Dreimal. Oh mein Gott. Also Boss-Design ist amazing, ne? Die 15. Krabbe, die wir als Boss bekämpfen. Scheiße. Ja, okay. Ja, schade. Aber das ist auch sowas, was ich gemerkt habe, so ein großer Reiz bei da kann ich niemals rüberspringen, ne? Das ist uns allen bewusst, oder? Nee, da bringe ich mich nicht um. Ein großer Reiz auch bei Dark Souls einfach oder auch bei einem Elden Ring oder so. Dass du dir einfach immer denkst, weil die Bosse einfach so geil, jeder Boss ist komplett anders und sieht komplett anders aus. Ist es ein Drache? Ist es was weiß ich was? So die Spannung, Alter, was kann wohl der nächste Boss? Wie geil ist der Bossraum? Wie geil ist die Bossmusik? Und, hier ist so, ja, welche Farbe hat wohl die nächste Krabbe? Sie diesmal grün und macht aber genau dasselbe wie die blaue, nur mit einem anderen Statuseffekt. Da fehlt es so ein bisschen. Aber das Komische ist, obwohl objektiv Wukong ganz klar das bessere Game ist, macht mir das Game hier immer trotzdem mehr Spaß als Wukong. Krabbensalat wird auch nicht besser mit der Zeit. Och nein! Mann, ich habe keinen Bock auf die. Immer so ewig. Unfassbar nervige Gegner. Unfassbar nervig, wirklich.
Wo ist der Glockenhammer? Den habe ich für die Krabbe abgelegt. Weil das Problem ist, die Krabbe hat zu schnell angegriffen. Die Krabbe hat zu schnell angegriffen und ich hatte nicht die Zeit, den Hammer hier zu schwingen. Weil in der Zeit hat mir die Krabbe aufs Maul gehauen. Meister Gondolier. Weil er war auch ein ultra nerviges Angriffsmuster, wenn ich ehrlich bin. Weißt du? Warum kann ich ihn schon wieder nicht... Okay, wir nehmen das Schwert, glaube ich. Was? Ich check gar nicht, mit was er mir Damage macht. Es kommt irgendein Geräusch. Und ich krieg Damage einfach. Schon wieder. Keine Ahnung, was er macht. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Fick dich, ich bin ausgewichen. Alles gedodged, by the way. Alles geparried. Nicht funktioniert leider. Boah, magerer Damage. Da habe ich mir mehr erhofft. Da habe ich mir wirklich mehr. Aber er ist machbar. Schade, ich dachte, er läuft in meine Richtung. Wir haben ihn. Easy. Nice. Ist jetzt nur die Frage, was wird es bringen, ne? Weil irgendwie ist jetzt hier Sackgasse. Chaos, danke für die 18 Flammenherzen, Junge, und den Dino. Hier geht's weiter. So, hier geht's aber auch nicht weiter. Hier ist nur eine Sackgasse und ein Item. Schade. Was würdest du dem Game-Stand jetzt für eine Bewertung geben? Lohnt sich für 45 Euro? Also von der Länge auf jeden Fall. Von der Spiellänge auf jeden Fall. Von der Qualität. Also das Game macht Spaß. Sonst würde ich es nicht spielen. Das Game macht Spaß. Mir macht sogar mehr Spaß wie Wukong. Obwohl Wukong das bessere Game ist, habe ich gerade schon gesagt. Aber es hat schon seine Schwächen.
Wenn du Souls Games übelst geil findest, dann kannst du dir das Game guten Gewissens holen. Du wirst deinen Spaß haben und auch deine Spielzeit für 45 Euro. Aber wenn du sagst, ich will das einfach zocken als entspanntes Game oder so, I don't know. Ich zock normal halt, was weiß ich, FIFA und Assassin's Creed oder so. Dann weiß ich nicht, ob du mit dem Game so dein... Also, das Kampfsystem ist halt schon so ein bisschen weird. Das Parry-System ist nicht 100% zuverlässig. Alles in allem ist es gut gemacht. Auch das Kampfsystem ist gut gemacht. Aber, ja. Musst du wissen. Am Ende vom Tag. Niklas, danke für dein Follow. Was ist das für ein Spiel? Enotria The Last Song, genau so sieht's aus. Ist ein Souls-like, das in Italien spielt. So, ich glaube nicht, dass ich den Sprung hier schaffe, ne? Never mind. War doch nicht so schwer. Fuck, was war das denn? Mann, Cam! Fokussieren doch! Fuck, ich hab keine Ausdauer mehr. So, war ja nicht noch ein Hund oder so? Niklas, Junge! Danke für die 5 Rosen. Danke für den Apfel. Brad. Ich spiele jetzt nicht so oft Souls. Gleich. Ah, gleich. Imagine, die würden Damage machen, Junge. Dann wären die ja richtig nervig. Ich spiele jetzt nicht so oft Souls-like. Mein erstes Souls-like war Lies of P und das war top. Lies of P ist auch top. Ich glaube, Lies of P ist der beste Dark Souls-Klon, den es gibt. Also Dark Souls-Klon ist nicht abwertend gemeint, aber sag mal, das beste Souls-like, das klingt nicht so gemein, als würde ich Lies of P haten wollen. Es sind halt auch so die Kleinigkeiten, ne? Wenn du jetzt nimm mal ein Dark Souls, wenn du in Dark Souls eine Kiste aufmachst, bist du in der Zeit der Animation unverwundbar. Ist jetzt so eine Kleinigkeit. Ist mir nur gerade aufgefallen. Das ist, bin ich hier halt nicht. Hier öffnest du eine Kiste und kriegst halt in der Zeit auf die Fresse. Obwohl du in einer fucking Animation gefangen bist. Bitte fall nicht runter. Danke. So, dann können wir eigentlich nur... Ich habe da drüben ein Item vergessen. Ich kann nicht anders, ne? Mein innerer Monk. Mein innerer Monk muss dieses Item haben. Ich kann es da nicht liegen lassen. Ich muss es holen. Ja, mich ja nicht ganz alleine. 6 Leute sind noch mit. Fick dich, Game. Fick dich, Game. Sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Das ist halt scheiße gemacht. Sorry, aber. Und genau sowas hast du halt leider immer mal wieder in diesem Game. Sei es im Parry-System. Ja. Sei es im Parry-System, sei es in der Steuerung und so, es ist halt alles ein bisschen schwammig und weird. Also es ist schon spielbar, es ist jetzt nicht irgendwie übel schlimm, dass du sagst, keine Ahnung, das Game, die Steuerung ist total beschissen oder ist unspielbar. Aber es ist halt so diese Kleinigkeiten, die so dich die ganze Zeit beim Zocken piesacken, die dir so immer wieder auffallen.
Und sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber beim 40. Mal möchtest du dann am liebsten deinen Controller gegen die Wand schmeißen. Ja. Ich habe auch mal Steel Rising probiert, aber das war sehr enttäuschend. Vor allem das Kampfsystem Steel Rising hat auch keine guten Bewertungen. Steel Rising hat auch keine guten Bewertungen tatsächlich. Ja, ich habe im Endeffekt habe ich jedes Souls-like gezockt, so dass es so auf dem Planeten gibt hier ungefähr. Inklusive Hollow Knight, also auch die Souls-likes, die jetzt nicht 3D sind. Hollow Knight ist ja so ein Plattformer Souls-like. Also ein bisschen dieser Super Mario-Stil, aber auf so einem ganz eigenen Level. Sehr, sehr geiles Game, by the way. Also Hollow Knight kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Hat auch Bombenbewertungen auf Steam. Also ich habe, glaube ich, wirklich jedes Souls-like gezockt. Ich hasse mein Leben wirklich so sehr. Ich hasse mein Leben über... Ich bin auf seinem Kopf. Nein, nein, nein. Bro, wir machen Räuber... Nein, chill. Chill, Bro, wir machen Räuberleiter. Räuberleiter. Du Hurensohn. Jo, das kannst keinem erzählen, Alter. Das kannst keinem erzählen einfach. Oh, und jetzt kommt er. Das sind meine absoluten Gegner. Aber Niklas, zu deiner Frage, mir geht's gut und ich bin 32. Wie oft muss ich ihn parryen, bis er gestunt ist? Es ist so dumm. Es ist so dumm, ne? Meine Fresse, Alter. Cool Party. Was besser? So, 8 Heals noch, das ist in Ordnung. So rein abstandstechnisch, glaube ich, kommt demnächst schon wieder das nächste Bonfire. Könnte ich mir vorstellen. Würde Sinn machen. Viereckiger Kreis, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dass sowas funktioniert. Gerne, Niklas, nicht dafür. Vielleicht macht es manchmal auch Spaß, weil es nicht komplett gut ist. Nee. Also, nur mal als Beispiel. Ich habe vorgestern haben wir auch Enotria gezockt und dann kam ein Boss. Der Boss war so bad gecodet einfach, dass ich geragequittet bin und habe Dark Souls 3 angemacht. Wir haben den ganzen Abend Dark Souls 3 im Stream gezockt. Und ich habe den Abend so genossen, wenn ich überlege, wie sehr mir die Dark Souls 3 Streams Spaß machen. Wirklich Quality Streams, weil es einfach ein geiles Game ist, ohne Bugs, ohne alles. Und wie ich schon hier so ein bisschen am Ragen bin, weil mich einfach teilweise die Game Mechanics aufregen, die nicht gut sind. Da muss ich sagen, dann macht mir schon ein Quality Game à la Elden Ring oder Dark Souls mehr Bock. Ist einfach so. Ist einfach so. Es gibt sicher Dinge, wo man in der Unperfektheit Perfektion findet. Wo man sagt, das ist jetzt nicht so gut, was zum Beispiel geil ist. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Nimm mal an, du hast ein Game und in dem Game gibt es ein Bild oder eine Waffe,
Die ist unvorstellbar broken und du spielst sie und du machst alles extrem. Du one-shottest einfach alles. Und du hast die Zeit deines Lebens, weil einfach, weil das Game nicht perfekt gebalanced ist, weil eine Waffe total broken ist. Aber du zockst die Waffe und es macht mega Bock, weil die Waffe total broken ist und du einfach jeden Boss easy wegmachst. So. Klar, manche wollen noch die Challenge, aber manchen macht es auch Spaß dann. So, und da ist es zum Beispiel, das Game ist nicht gut geschrieben, weil es ist nicht balanced, die Waffe ist viel zu stark, aber du hast deinen Spaß dadurch. Aber hier muss ich sagen, ist es einfach, also, durch schwammige Steuerung und komische Paradenzeitfenster habe ich nicht mehr Spaß. Also, es ist was völlig anderes. Dark Souls 1 und 3 habe ich Platin, aber Dark Souls 2 packe ich nicht. Also Dark Souls 2 habe ich durchgezockt und nachdem ich es durch hatte, habe ich es wirklich in die Ecke gestellt und dachte mir, ich habe es durch, ich muss es nie wieder zocken. Die Welt ist schön. Dass die Zunge nur nichts sagt, denn so lautet der Vertrag. Hinfort. Alles klar. Hinfort. Dark Souls 1 und Bloodborne Platin, auch stark. Okay, Junge, was war das gerade? Was macht die? Was macht mir Damage? Das habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber ist egal. Ich finde, dass Lies of P für Neulinge sehr gut geeignet ist. Weil in Dark Souls sterbe ich nur. Ich habe Lies of P, habe ich nur mal kurz reingeschaut. Es steht noch auf meiner Liste, das müssen wir irgendwann noch zocken tatsächlich. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, aber ich fand es deutlich schwerer als Dark Souls, komischerweise. Also Lies of P habe ich mich... Das, was ich davon gesehen habe... Habe ich mich viel schwerer getan als mit Dark Souls. Bloodborne habe ich bei PS4, muss ich nochmal bei PS5 machen. Bloodborne auf der PS5 ist halt das Traurige an dem Game. Hat eine beschissenere Performance als die PS4-Version. Das läuft auf der PS5 schlechter als auf der PS4, das Game. Leider. Will ich mich hier hinsetzen? Ja, ich glaube schon, ne? So, Chat, bald geht's in die Haier. 10 Minuten noch ungefähr. Dann werde ich schlafen müssen, weil um 5.45 Uhr klingelt mein Wecker wieder. Und der wird mich so schon auseinandernehmen. Weil ich wahrscheinlich vor 1 Uhr nicht schlafen werde, wenn ich um 0 Uhr den Stream ausmache. Oder um 3 Viertel. Oh! Alter, wenn das hier kein... Da kommt doch 100 pro ein Boss raus. Dieses runde Ding hier, dieser Platz, sieht schon aus wie ein Bossfight. Safe. Safe ein Bossfight. Scheiße. Vetra Glasbläser. Hey, 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 entspann dich, entspann dich. Okay, ich glaube, er ist mit Abstand der... Der tankigste Boss, den ich hier gesehen habe bis jetzt. Er ist wieder so ein geiler Boss.
der mir Damage macht, obwohl ich seine Angriffe pariere. Jeder Angriff macht mir Damage, obwohl ich ihn pariere. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das hat gut Damage gemacht. Das war stark. Ja, muss sagen, der Boss ist reine. Der ist einfach nur durchhalten. Und mehr Heal haben, als er dir Damage macht. Du Wichser, ich war doch außer Reichweite, Alter. Oh, bist du ein nerviger Pisser, Alter. Mann! Harry ist doch. So gut angefangen, ne? Nice. Nicht so nice. Der soll mal das mit dem Atem machen. Das war geil. Hier Heals haben wir noch. So, den kann ich parryen. Nice. Ja, das gefällt mir. Das ist gut. Das ist schön. Weil während er das macht, kann ich ihm hier auf die Fresse hauen. Nice. Und wenn wir Glück haben, ist er jetzt tot. Nein, immer noch nicht. Aber fast, ne? Jetzt, ciao. Boah, der war ja lästig. Der war ja unfassbar lästig. Junge, hat der lang gedauert. GG. Aber das ist auch immer so langweilig, ne? Immer diese Bosse, die einfach... Du bist nie wirklich in Gefahr. Die haben einfach nur 5 Milliarden Leben. Und du klopfst den einfach runter. Das sind die langweiligsten Bossfights ever. Man hat in Lies of P wie eine Art Geist, der bei den großen Bossen zur Hilfe genommen werden kann. Das ist geil, ich mag solche Mechanics. Also nicht, weil ich sie zwingend benutze. Ich habe Elden Ring zum Beispiel ohne gespielt. Ich spiele auch Dark Souls ohne Beschwörung und alles. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich fucking verarschen? Alter, ich habe gerade einen Boss auseinandergenommen. Warum kommt jetzt der nächste? Ich habe noch 3 Heals. Die habe ich alle geparried, aber ist okay. Game has no chill, Junge. Das Game hat keinen Chill, Alter. Den habe ich geparried, den Kick. Das Gift habe ich auch geparried. Schade, sie ist auch ein bisschen buggy. Der Kick ist bug von ihr. Leider. Da funktioniert der Parry nicht.
Was ich ein bisschen weird finde. Modder haben sich jetzt dran gesetzt und das soll demnächst auch offiziell released werden. Ja, aber diese Bloodborne Remaster, bla bla bla, das ist seit Jahren ist es dass da anscheinend bald was kommt und was weiß ich. Ich glaube, also mittlerweile glaube ich nicht mehr dran, muss ich ehrlich sagen. Da auch wieder, die waren alle geparried, hat aber nicht angenommen. Da auch wieder der Kick, nicht funktioniert. Zwei von drei nicht funktioniert. Das ist halt schade, das darf halt nicht sein in so einem Game. Also ich finde gerade in Souls-Likes, bei so einem Assassin's Creed, wo du ein bisschen durchzockst und so, wenn du da ein bisschen wanky Steuerung hast, ist ja irgendwie in Ordnung, aber in einem Souls-Like darf die Steuerung nicht schwammig sein. Weil wenn ich so einen Boss, also jetzt nicht sie, aber irgendwie mal angenommen, ich habe irgendeinen Boss, den ich gerade zum 50. Mal versuche und dann sterbe ich, weil die fucking Steuerung nicht richtig funktioniert. Alter, dann flippe ich aus. Also es gibt ja nichts Beschisseneres, was passieren kann. Wo bin ich jetzt? Hier außen auf dieser Brücke? Ja, ja, okay. So, da geht's weiter. Von da kommen wir. Endlich ist die weg. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder ist sie? Hast du die sterben sehen, Micha? Weil ich glaube wieder, die hat sich wieder unsichtbar gemacht und wartet wieder irgendwo anders auf uns, so wie sie es letztes Mal schon getan hat. Ich glaube es auch nicht. Ich kann es, wenn du magst, ja mal in Discord droppen. Kannst du gerne machen, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mir da schon Artikel und alles. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir diese Modded-Version hole, aber ich habe keinen Bock, meine PS5 zu jailbreaken. Und ich habe auch keinen Bock, mir die ganze Scheiße auf PC einzurichten. Und by the way, geht es auch nicht, dass du mit dem Emulator einfach zockst. Und dann habe ich jetzt einfach Bloodborne in fucking 30 FPS 1080p gezockt. Dann war es halt einfach so. Es hat zwar wirklich in meinen Augen wehgetan, also es war wirklich unschön, aber immerhin habe ich es hinter mir, ne? Also immerhin habe ich es endlich gezockt. Weil ich habe Bloodborne so lange vor mir hergeschoben, weil ich immer gesagt habe, ich warte auf das Remaster, ich warte auf das Remake. Ich möchte es nicht in diesem Zustand zocken. Und irgendwann habe ich aufgegeben und habe gesagt, weißt was? Fuck you all, ich zock das jetzt. Wenn's interessiert, gibt's auf meinem YouTube. Bloodborne gibt's auf meinem YouTube-Channel. Das komplette Let's Play. Wer Bock hat, kann reinschauen. Wer nicht, der lässt es.
Light, was geht? Schaust du mal vorbei? Habe ich wieder eine Nachricht von dir verpasst, Light? Hast du was geschrieben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich zweimal deine Nachrichten verpasse. Ich habe nur gerade gesehen, du bist in der Liste oben. Ich habe nur gesehen, du bist da. Ich weiß nicht, was ich skillen soll, ne? Also... ich mehr Ausdauer noch? I don't know. So, wir können doch 100 pro nochmal leveln, wenn wir unsere Seelen benutzen. 14 haben wir, Alter. What the fuck? Was haben wir noch? 30! Stark, stark, stark. Let's go. Aber was ich auch so krass finde, wie alle Games bis zum heutigen Tage so Mechanics von Dark Souls kopieren. Bei Dark Souls findest du ja auch Seelen, die du dann, auch bei Dark Souls 1 schon, findest du Seelen, die du dann im Inventar hast. Und die du dann irgendwann einlösen kannst. Und dann kriegst du erst die Seelen. Also Seelen, die du nicht verlieren kannst, weil sie in deinem Inventar sind, so wie ich es jetzt hier mache. Und wie das in Dark Souls 1 einfach schon so war. Und bis zum heutigen Tage immer noch die Games diese Mechanik drin haben. Das ist da nicht, also, das ist ja schon von Grund auf von FromSoft in Dark Souls 1 so verdammt gut gemacht. Alter, 50 Stück, oh mein Gott, das sind 1 Million Seelen. Hunderttausend, Alter, what? Das sind noch ein paar Level jetzt. Das hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt. Können wir die Scheiße hier nicht eigentlich irgendwie sortieren? Abenteuer? Nee. Ach, das ist schon sortiert. Wir sind bei Werkzeuge. Ich denke mal, die erste Spalte ist alles. Aber die erste Spalte ist... okay, wir haben alles. Holy shit, das war anstrengend. Ich überlege wirklich, wahrscheinlich haben wir mittlerweile alles gecappt, ne? Also wahrscheinlich Leben geht nicht viel mehr. Schaden geht wahrscheinlich, sind wir auch am Cap, oder? Was passiert, wenn ich Schaden hoch? Ah ne, der geht immer noch weiter fleißig hoch. Bisschen Kampfmagier. So. Und dann würde ich sagen. Wir machen langsam Schluss für heute. Weil in knapp 6 Stunden. Nee, in ziemlich genau 6 Stunden klingelt mein Wecker. So, vielen, vielen Dank an alle, die da waren. War ein sehr, sehr geiler Stream. Ich bin super froh, dass wir in Enotria endlich weitergekommen sind. Ich bin auch super froh, dass wirklich von den ganz schlimmen Bossen, dass es wirklich nur der eine war, wo ich so lange hing. Alle anderen gingen ja dann, die meisten sogar First Try. Danke an alle, die da waren. Schlaft alle gut. Ich habe euch alle unfassbar lieb. Und gute Nacht, Chaos. Gute Nacht, Micha. Gute Nacht, Axul. Gute Nacht, alle anderen. Mario natürlich. Gute Nacht, du bist ja auch noch da. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Morgen oder übermorgen. Ich weiß noch nicht genau wann. Zu Outer Wilds. Bis zum nächsten Mal. Jäger out. War wirklich schön, Micha. Sehr gerne. Bis bald.
Gute Nacht, viereckiger Kreis. Wie gesagt, wer Bock hat, ich muss es immer wieder sagen, weil ich merke, es bringt einfach was und ich freue mich dann. Gerne auf meinem YouTube vorbeischauen. Gibt es ganz viele Projekte, alles in 4K. Souls Games, Singleplayer Games, alles mit dabei. Wer Bock hat, schaut mal vorbei. Lasst ein Follow da.